Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Transom World 3 und drehen mal wieder eine Biege. Haben wir viel zu lange zwecks meiner eingelegten Zwangspause nicht mehr getan. Von daher, es wird mal wieder höchste Eisenbahn. Haha. Und wir fahren Rhein-Ruhr-Osten. Diese Strecke haben wir bisher auch viel zu wenig befahren hier auf unserem kleinen Connell Checo Place. Und wir fahren das Szenario Pendlerabschluss mittelschwer über 25 Minuten. Vor allem, weil wir hier die Baureihe 422 fahren. Darauf habe ich Bock. Und ja, wir steigen direkt ein. PZB, Sifa und Co. sind wie immer meine Freunde oder immer nicht. Wir werden es sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem kleinen Video. So, da sind wir. Willkommen in Schwelm. Schließen Sie die Fahrt nach Wuppertal ab. Dann beenden Sie den Dienst und fahren zum Wuppertal-Langerfeld Bahnbetriebswerk. Okay. Scheint jetzt auch alles zu funktionieren. Ich habe das Video zum zweiten Mal gestartet und das Game. Eben das mir abgeschmiert hier gleich. Aber jetzt sieht gut aus. Okay. Keine Ahnung, warum sowas hier schon abschmieren kann. So sitzen Fahrgäste mit drin. Ja, da hinten sitzen welche. Dann machen wir mal hier die Rollos lieber runter. Bin ich immer so nervös, wenn man mir über die Schulter schaut, gell? So, den Schlüssel gesteckt. Und auf neutral soll ich tun. Links entriegeln. Warum soll ich auf neutral? Ich kann ja schon auf vorwärts schalten, oder? Hm. Und warum steigen jetzt die Fahrgäste erst aus? Der Zug steht bestimmt schon eine Weile hier. Hm. Muss der ist der Checo die Türen entriegeln, die Fahrgäste befreien. S9 Wuppertal ist dran mit der Spitzenbeleuchtung. Das sollte auch passen, oder? Muss ich noch was einstellen? Moment. Hey, Spitzensignallichter. Heller Strahl. Ich glaube, heller Lichtstrahl ist schon korrekt so. So, denn hier. Zip. Wir stellen den Richtungswender schon mal auf vorwärts und wir schließen die Türen. Und wir machen schon mal die SIFA, die PZB, SAP und dann fahren wir los, legen die Leistung rein und auf geht's. Schön. Befreien. Herrlich. Schön, schön. Ich komme mir so vor, als ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich habe nichts vergessen, oder? Wir sind grundsolide unterwegs. SIFA-Pedal, hier ist es. PZB, SIFA, Geschwindigkeit, 800 Meter bis zum nächsten Bahnhof. Alles gut. Ah, ich glaube, das ist schon wieder... Ich sag euch, ich meckere immer wieder, die DLCs sind... schlecht abgestimmt vom Ton her. Denn die Signalakustikgeräusche, die sind laut, aber die eigentliche Umgebungskulisse inklusive der 422, die ist zu leise, glaube ich. Deswegen mache ich mal das Fenster auf. Dann haben wir ein bisschen mehr davon. So, und wir kommen hier ganz schön angebügelt. Aber wie es so ist, dafür liebe ich die 422. Ein sehr performantes Gerät. Ein performantes Arbeitstier. Bremst und beschleunigt dreimal so gut wie eine 423 beispielsweise. So. Oma hinten festhalten. So, Fahrkomfort ist was anderes, ihr wisst's. Aber ist denn halt so. Schön. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Ich sag's immer wieder, ich weiß nicht, wie oft haben wir die 422 jetzt schon gefahren? Ja, maximal zweimal. Oder vielleicht beim Stream halt noch on top. Aber ich fahre die wirklich unheimlich gern. Sag mal, was macht denn die Geräusche? Verriegeln. Gibt es hier keine roten Warnsignallampen, irgendwas? An den Türen, wenn der zumacht? Anscheinend nicht. Der hat richtig Speed. Guck mal, der schöne Sternhimmel. Romantik. Nice. So, 1,4 Kilometer. Wuppertal, Langerfeld. Das ist denn schon Endhaltestelle so für uns, oder? Hat er doch vom vorhin in der Einleitung geschrieben, bis Wuppertal Langerfeld, gell? Oder bin ich falsch? Nein, ich weiß nicht.
Wir werden es gleich sehen. So, solide runterbremsen. Was sagt denn der Fahrplan? 10 Sekunden hätten wir noch. So können wir hier reinfahren, denke ich. Das passt. Der Kollege, ja servus. Oh, die Kollegin. Und dann sind wir auch schon da. Schöner Bahnhof. Jetzt nichts Großes dran, aber gefällt mir irgendwie. Aussteigen, bitte. Fahrgäste einsteigen lassen, steht da. Das ist doch Endhaltestelle, oder nicht? Na, wir lassen uns mal überraschen, was das Szenario jetzt mit uns vorhat. Sitzen überhaupt noch welche drin jetzt? Nee, ich sehe keinen. Sag mal, und wir? Doch, hier läuft noch einer. Nee, nicht einsteigen. Nicht einsteigen. Das Ende. Er steigt ein. Rechts verriegeln. Zurückbleiben bitte. Wuppertal, Oberbarmen. Oberbarmen. Okay. War mir nicht klar. Ich dachte, wir sind schon an der so benannten Endstation. Sind wir aber nicht. So, 45 dürfen wir. Und ich habe gelernt, ich soll nicht mal spitz auf Knopf fahren. Bis an die 45 ran. Ruhig 5 km/h weniger. Das gehört sich wohl so. Wo ich aber kein Verständnis für habe, warum. So, jetzt komm mal. Aber gut, dann ist es so. Geh mal Schub. Ab nach Wuppertal, Oberbarmen. So, bisher noch Zwangsbremsen frei. Ist ja schon mal eine feine Sache. Wir müssen runter auf 50 gleich, gelle? Guck mal, der Checo passt halt mal auf. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Aufnahme zu laut ist. Jetzt mit offener Seitenscheibe. Oder ob das so geht. Wuppertal, Oberbarmen. Kenne ich alles nicht tatsächlich. Ich habe es schon mal gesagt, ja, ich war bisher einmal in meinem Leben in Wuppertal. Da wollte ich eigentlich, bin ich nur kurz hingefahren, um mit der Schwebebahn zu fahren. Und die fuhr dann gerade nicht. Dann bin ich weiter gedriftet. Das war es für mich in Wuppertal. So, ein bisschen zu früh gebremst, Freunde. Ah, und wir haben relativ langen Zug. Hier sollten wir schon richtig reinfahren, sonst wird es nichts. So. Links entriegeln. Dann mal geguckt. Naja, gut. Ist viel Platz am Start. Viel ist jetzt auch übertrieben, aber ein bisschen Pufferzone hatten wir. Wir stellen uns mal hier so. Zip, zip, zip. So. Und dann Türen schließen. Links verriegeln. Leistung rein. Wuppertal, Barmen wäre dann die nächste Haltestelle. Der nächste Bahnhof. Ein schönes Arbeitsgerät. 422 macht Spaß. Absolut. So. 100 sind erlaubt.
Sind wir hier schon mal im Hellen lang gefahren? Also ich kenne die Strecke tatsächlich immer noch nicht, so rein optisch auch, vom Streckenverlauf entlang der Strecke. Aber jetzt im Dunkeln werde ich sie mir natürlich auch nicht besser eintrichtern. Müssten wir also nochmal fahren im Hellen. Werde ich dann wohl auch nochmal machen. Wir sind im Fahrplan ein bisschen hinterher. Dabei bin ich eigentlich gar nicht schlecht gefahren bisher, oder? Naja, gut. Wahrscheinlich wieder nicht optimal. So, Bremspunkt kommt, 422 steht. Ein Traum. Hi, fast ein bisschen rüber gerutscht. Aber nur fast. Links entriegeln. Hier guckt. Ah, nur fast. Locker. Easy peasy. Aber eben über Fahrplan schon drüber. Naja. Guck mal, der Sternenhimmel. Schön schaut es aus. Schön sagen. Schicki, schicki. So, wir gucken mal hier drüben von der anderen Bahnsteigseite uns die Abfahrt an. Ach, das ist ein Käuzchen. Habt ihr das gehört? Links verriegeln, genau. Die haben hier echt ein Kauz mit eingebaut in die Soundkulisse. Interessant. Ja, schön. So, nächster Halt. Wuppertal unter Barmen. Hatten wir das nicht schon? Ich blick's nicht. Also, tatsächlich blicke ich es nicht. Wuppertal unter Barmen. Hä? Habe ich da eben schon dreimal gelesen, oder nicht? Naja, wahrscheinlich quatsche ich schon wieder zu viel. Trotzdem passt es noch alles. Wir sind auf Kurs, das ist die Hauptsache. Wenn ich das Video fix zusammenschnibbel, werde ich mal ein bisschen heller einstellen hier, dass man ein bisschen mehr von der Strecke sieht. Bei mir ist gerade ganz schön dunkel. Und das ist das Gute, wenn du wirklich dein Let's Play nochmal kurz in den Videoschnittprogramm reinlädst und ein bisschen was dran rumzufingern, dann ist es auch schnell gemacht, dass du mal 1, 2, 3, 4, 5, 6% heller einstellst und damit das Video gleich ein viel besseres Erscheinungsbild hat für euch auf YouTube. Bisschen spät mit Bremsen dran. Wir riskieren wieder alles. Aber ich kann's nur wiederholen. 422 bremst wie ein Brett. Mega. Zehn Sekunden immer noch hinten. Hinter Fahrplan. So. Oh, da war es wieder. Schön. Also tatsächlich ist es ja mal idyllisch. Was macht denn die Gute hier? Oh, so ein Nachtzombie wieder. Hatten wir schon mal irgendwann. Oder? Oder sie will flirten, Freunde. Hallo? Oder sie ist einfach nur plemplem. Schnell wieder rein. Tür zulassen. Türen verriegeln. Schnell weg hier. Vielleicht ist sie das Käuzchen. Nein, ich habe noch kein Bier getrunken. Ach. Wir sind lange nicht mehr gefahren, hat sich viel angestaut, muss ich viel ablassen. Viel Labarabarababa. Weiter geht's nach Wuppertal Hauptbahnhof in 1,5 Kilometer. So, dann geht's gleich runter in der Geschwindigkeit auf 90 km/h. Hat da alles im Blick heute. Wachsam. Ein bisschen überbremst. Aber es geht auf 60 runter. Sifa. Ah, shit, ich hab's gewusst. Nein, ich hab's schon. Habe ich jetzt wachsam nicht nochmal bestätigt? Ich hab den 500er nicht gereiht, gell? Nee, das passt auch nicht.
Sag mal, hat er jetzt erstmal die Türen geöffnet? Schnell mal geguckt. So, Käuzchen. Der hat die Türen geöffnet. War ich das? Rechts, links verriegeln. Wieso öffnet der die Türen? Sehr geehrte Fahrgäste, bitte bleiben Sie alle sitzen. So, weiter. Komisch. Wirklich komisch. Also zum einen, warum er die Türen geöffnet hat. Und den Rest muss ich mir in der Videowiederholung selber nochmal anschauen, was jetzt das Problem war. Das war wahrscheinlich zu schnell, gelle. Wir fahren mal so jetzt weiter. Wir rutschen mal hier ran, einfach an den Wuppertaler Hauptbahnhof. Wobei 60 erlaubt werden. Wasser habe ich. 45. Das verstehe ich dann tatsächlich auch wieder nicht als Laie. Geschwindigkeitsbegrenzung 45, aber eigentlich sind 90 erlaubt. Aber das liegt halt entsprechend an den Magneten, gell? Naja. Wir machen mal so weiter. So, da vorne kommt da der Wuppertaler Hauptbahnhof. Und dann bin ich gespannt, wie und wo wir ins Betriebswerk, Bahnbetriebswerk, wie gleich weiterfahren müssen und ob ich das gedeichselt bekomme. Also zum Beispiel das Thema Zug umrüsten bzw. in die andere Richtung fahren, da bin ich ja schon fast wieder raus. Zum Glück hilft mir da das Szenario, sonst stünde es eventuell um mich schon wieder schlecht. Bin mir nicht sicher. So. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte alle aussteigen, Endstation. Also hier ist jetzt wirklich Endstation, oder? Kann ja nicht sein, dass wir noch weiterfahren. Wie spät ist denn überhaupt? 2 Minuten drüber jetzt, gell? Ja, 2 Minuten ist auch noch nichts. 2 Minuten kann man schon machen mit dem Jacko. Achso. Der hat es noch nicht akzeptiert, gell? Mann, das gibt's gar nicht. Wir fahren mal noch 3 Meter vor. Mann, das ist auch ein Quatsch, Freunde. Finde ich tatsächlich lächerlich. Ah, was ein Mist, ja. 3 Meter, Freunde. Wirklich wahr. So, jetzt nochmal. Jetzt hat er's. Komisch. Aber gut, dann soll es wohl so sein. Was machen wir denn jetzt? Ein bisschen dumm rumgucken. Was ist denn hier los in Wuppertal? Wie spät ist denn überhaupt? 23 Uhr. Schon spät. Da treibe ich mich nicht mehr draußen rum. Jedenfalls nicht am Bahnhof. Ist mit mir meistens schon rum um die Uhrzeit. Wenn denn nur ein bisschen im Stream, gelle? Aber hier in Wuppertal am Bahnhof ist noch relativ viel los. Naja, gut. Fahrgäste einsteigen lassen. Ja, Mai. Das dauert ja wirklich lang. Die gucken wir rein. Da sitzen aber auch noch welche. Erste Klasse. Machen wir hier wieder zu. Junge Frau. Hier ist Endstation. Sie können aussteigen. Naja, gut. Ich weiß nicht, warum der so ewig lange jetzt die Fahrgäste ein- und aussteigen lässt. Wir spulen mal vor. Wir machen mal einen fixen Videokarten-Zeitraffer hier rein. So, Türen verriegeln, sagt er. Dann verriegeln wir, gar kein Thema. Stellen Sie Leistungsrichter und Richtungswender auf aus und entfernen Sie dann den Richtungswenderschlüssel. Ja, check. Lüpp, aus, entfernen, Hammer, gute Arbeit, wechseln Sie die Enden und fahren Sie den Zug leer wieder ins Betriebswerk. Müsste ich denn hier eigentlich irgendwas machen? Wegen, ich mach das mal Hecklichter aus, ich mach Signallichter, ich mach einfach mal alles aus, oder? Mal gucken, ob ich das jetzt so richtig hab. Hier ist jetzt erstmal aus. Achso, ich hatte es jetzt so rum. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob da jemand drin sitzt.
Die gute Frau, die wir eben nur angequatscht haben. Naja, wenn nicht, kommen sie mit ins Bahnbetriebswerk. So, Schuppentür zu. Hingesetzt hier. Und dann den rein. Den nach vorne, gelle. Dann können wir eigentlich Schub geben. Jetzt müssen wir gucken, was wir haben. Zip, zip. Führerscheinsbeleuchtung. So, heller Strahl. Und was haben wir jetzt hinten? Ja, immer noch so. Okay, nice. Funktioniert. Na, dann Schieber, Leistungsschieber rein. Haben wir... SIFA haben wir nicht an. Und PZB haben wir auch nicht an. Jetzt haben wir alles an. Befreien. Und was dürfen wir? 50. Dann fahren wir mit 40 hier. Richtung Bahnbetriebswerk. Wuppertal, Langerfeld, Bahnbetriebswerk. 7,1 Kilometer. Dann haben wir noch ein ganzes Stück vor uns. Fast zu schnell. Wandel falsch rum. Falsch rum. Alter, ist auch Checko-like. Falsche Tasten. So, SIFA. Man wundert mich dann auch ein bisschen, dass ich dafür keine Zwangse kassiere. Auch da bin ich wieder zu unbewandt. Anscheinend, ja, nur wenn es um die Magnetis geht, die dich halt überwachen. PZB, punktuelle Zugbeeinflussung, gell? Also punktuell sind die Magneten unterwegs und beeinflussen dich, falls nötig, okay. Aber ansonsten wohl eben nicht, gell? Deswegen kannst du auch schneller fahren als erlaubt und du wirst halt nicht beeinflusst. Meine Interpretation, wobei das ja irgendwie schon komisch ist, oder? Mit Blick auf die technischen Möglichkeiten, die so gegeben sind, dass das denn so der Stand der Technik und Dinge sein soll. Irgendwie komisch. Naja. So, ich glaube, wir fahren wieder mit viel zu leiser Soundkulisse. Ich bin gespannt, aber ich... Nee, nicht die Tür. Fenster auf. Ich glaube, so ist das Ganze ein bisschen angenehmer. Und dann geht's mal los. Wir können Vollgas geben. 130, cool. Sehr nett. Da gibt man uns freie Bahn mit Marzipan. Dann rollern wir mal dahin. 5,1 Kilometer noch. Wird auch Zeit für Feierabend. Die Uhrzeit. Bin ich denn fix und fertig. Danach noch schnell an die Tanke, Bierle und dann war's das. Aber es rollt sich ja hier gut durch. Nicht viel Zugverkehr. Ich glaube, zwei S-Bahnen und einen Güterzug bisher gesehen. Vorsicht an der Bahnsteigkante, Zugdurchfahrt. Aber gut, hier steht auch keiner mehr. Jo, den Streckenabschnitt müssen wir auf jeden Fall nochmal im Hellen abfahren. Der sieht ganz interessant aus, sehr spannend. Wenn du so im etwas dichter bebauten Gebiet langfährst, ein bisschen Industrien, Gewerbe, Wohnungen an den Seiten, das ist ja schon immer spannender, als wenn du nur durch Wald oder über Feld fährst. So, da gibt es wieder einen Güterzug. Aber der stand vorhin auch schon da, oder? Der steht da nämlich, der fährt nicht mal. So, Freunde, und ich bin mir nicht sicher, wie langsam wir sollten. Das werde ich nie lernen. Was ich sehe, ist in 600 Meter unter 40, alles klar. Aber jetzt hinter den Tausender, der uns auf 85 beschränkt hat, eben noch. Naja. Wir rollen mal so durch. Jo, guck mal, die Fahrgäste, die warten. Aber ich bin's heute nicht, auf den die warten. Und ich werde auch schon träge um so späte Uhrzeit. Da meldet sich sogar die SIFA.
1,6 Kilometer noch. Muss ich wirklich sagen, der Sternhimmel, der hat es mir ein wenig angetan. Schön, schön. So, wir übersetzen mal hier Gleis für Gleis. Sozusagen über die Gleistreppe. Zack, zack. Dritter Gleiswechsel. Um dann sicherlich raus ins Bahnbetriebswerk zu fahren, abzudriften. Oh oh. Wasser. Sifa. Bleiben Sie 165? So, oder? So sollte es passen. Jetzt bin ich mir aber wieder unsicher. Bleibe ich beim nach dem 500er unter 25? Mann, jetzt ist noch Steigung. Bleibe ich da unter 25 km/h? Oder unter die eben angezeigten unter 30 km/h? So, das ist natürlich ganz gemein. 3% Steigung. Und du darfst nicht zu schnell fahren. Das musst du austarieren. Wobei, es geht schon. Darf ich hier noch durch? Was gab es überhaupt? Wachsam, befreien und... Da gab es dann noch was. Shit, wie heißen die? Ach, überbrücken. So, und ich habe weiterhin keinen Schimmer, wie schnell ich jetzt hier lang rollern darf. 35 oder nicht? Wir tun's einfach. Die Kollegen hier im BW werden schon aufpassen, dass niemand überrollt wird. 40 sogar. Ich habe 35 gesagt, ich meine sogar 40. Das, was halt die maximale Geschwindigkeitserlaubnis nach Anzeige hergibt. Und dann sind wir auch schon da. 180 Meter. Easy. So, wir machen eine Punktlandung, dass wir nicht wieder rumeiern, das Spiel wieder meckert, probieren wir, wie gesagt, auf 0 Punkt wirklich zu kommen, befreien möglich, oh, das auch nicht mehr brauchen hier, so, schon wieder zu früh, schau, aber diesmal akzeptiert er die 4 oder 5 Meter, okay, dann können wir die Bremse auch drin lassen, so ein Stück weit, den auf, aus, ausmachen. Halten Sie den Batteriesteuerschalter für 5 Sekunden in der Position Stopp. Da muss ich kurz aufstehen, sonst sehe ich nicht, aber das wird schon, habe ich noch nie, den habe ich auch noch nie. Gut gemacht, Zeit für eine gute Nachtruhe. Ja, so ist es. Cool, dann schwingen wir uns mal raus hier. Das soll es gewesen sein, oder? Müssen wir noch Licht ausmachen? Aber das weiß ich gar nicht. Signallichter, so, oder? Zip, oh, raufgesprungen auf die Schienen. Zugemacht. Kurz nochmal geguckt hier. Jetzt ist alles aus. Na gut, dann ist alles aus. Ich denke, wir haben's. Gut, Freunde, in dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Lief doch ganz gut. Wie viel Zwangsen waren es? Eine, gell? Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt uns sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich natürlich vor allem auf eure Likes und noch viel mehr auf eure Kommentare. In dem Sinne, ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Chaco. Servus.